Heute habe ich wieder einen Romantipp für dich, oder genau genommen sind es mehrere Romane, oder wenn du lieber schaust, es ist inzwischen auch als Serie verfilmt worden. Auch gut verfilmt worden, muss ich sagen. Ich habe sie gelesen, ich habe sie verschlungen, und zwar geht es um Diana Gabaldon, die Outlander-Serie. Als mir es das erste Mal empfohlen wurde, damals, da war ich noch sehr jung, von der Krankenschwester, da habe ich gedacht, ja, klingt total cheesy, fällt durch einen Steinkreis, Liebe mit einem Highlander, kann nicht gut sein. Und dann war ich in Indien, schwanger mit meiner ersten Tochter, und durfte in diesem Kurs nicht mehr viel selber machen. Und dann stand dort in dem Bücherregal der erste Band. Und den habe ich in einer Nacht, so ein Buch in einer Nacht durchgelesen. Und dann war ich verzweifelt auf der Suche nach dem nächsten Band. Ich glaube, inzwischen sind 7 oder 8 Bände, die rausgekommen sind, jedes Mal dicker. Es ist fast wie Familie zu verlieren, wenn man ein Buch zuschlägt davon. Und also damals gab es den nächsten Band dann jeweils noch nicht und man warten muss. Ich fand sie super gut recherchiert. Also es sind historische Romane. Natürlich hat es diese Fantasy-Komponente mit drin durch diese Time Travel, durch die Zeitreise. Aber alles, wo sich die Hauptdarstellerin, die Claire Fraser, und ihr Jamie aufhalten, also ihr Highlander, das ist sehr gut recherchiert. Es ist teilweise auch wirklich brutal, wie die Zeiten halt auch waren. Enthält viel Medizin, weil die Claire ist eine Combat Nurse oder später dann auch Ärztin, und es ist wirklich spannend. Also sind gute Unterhaltung, kann man auch Stunden damit verbringen. Das mal wieder ein entspannender Tipp, so für zwischendurch zum Lesen. Ohne Sachbuch.